Es soll mal wieder übelst abgehen an der alten Festung. Und zwar auf dicke, fette, oh ja, auf dicke, fette, oh ja, auf dicke, fette Karpfen. Bekannter Spot, bisschen andere Futterkombination bzw. Köderkombi. Und ich teste jetzt zweiten Tag und ich glaube, es ballert schon wieder rein. Ja, gestern schon probiert. Mit der Kombination hier Maulbeere, Johannisbeere und es wurden hier auch schon wieder jede Menge Trophies gefangen. Was dieses Mal weniger die Amure, sondern viel, viel mehr Schuppis. Schuppis ohne Ende und das ist richtig geil, denn mir fehlt hier noch der Schuppenkarpfen an der alten Festung als Trophy. Gestern war ich schon nah dran bei 19,8 irgendwas Kilo. War schon mal nicht so verkehrt. Und ja, kann gerne so weitergehen. Ja, auch wenn erstmal der Amur hier startet. Ich habe jetzt gerade erst, also ich bin jetzt frisch hin ans Gewässer und habe gerade erst ausgeworfen. Ohne Futtermische. Ich check erstmal noch, was so geht und ob was geht. Und dann gucke ich, dass ich da gleich vielleicht nochmal eine Futtermische reinballer. Ich stehe hier an der Stelle mit 18 Meter Clip, weil ich, naja, jetzt bin ich sogar schon relativ nah dran, normalerweise ein bisschen weiter hinten stehe. Und ja, nicht so ganz nah, ganz weit vorne, so mit 17 Meter, sondern eher so ein bisschen weiter mit 18 Meter. Und wir werfen genau hier in diese Area rein. Das heißt, also ich sag mal, hier ist wirklich so die Grenze. Und hier ist die Grenze bei dem Baum. Diese beiden Bereiche hier oder dieser kleine Zwischenbereich genau dahin. Beziehungsweise dann natürlich auch hier vorne vor, dass man so diese gesamte Area hier komplett anfüttert. Dann auch gleich mit Futterbällchen, Futterrakete oder PVA natürlich bestückt. Und dann haben wir da ausreichend ja, Area angefüttert. Und dann kann das losgehen. Zack. Bis jetzt geht es aber auch schon gut los. Ich bin schon ganz zufrieden. Ohne eine Futtermische geht es schon direkt erstmal ab. Wobei, ich muss sagen, jetzt bin ich gerade ein bisschen überrascht. Es gehen sofort die Amure ab. Gestern war es so, die ersten Fische, ich glaube die ersten vier, waren sofort nur große Schuppis. Alle über 10 Kilo. Halt nicht so, da war zu weit. Alle über 10 Kilo und zack. Machen wir mal nach da, genau. So. Und wieder dran. Genau. Gucken wir aber kurz ins Setup rein, wie es aufgebaut ist. Natürlich hier mit der Fortuna Carp und den Rollen, die du halt dazu passend hast. Dementsprechend das Setup natürlich auch passend aufgebaut. Kleinere, also nicht ganz so schwere Bleie. Reicht ja hier mit 50 Gramm. Ich habe mal hier diese eierigen Bleie genommen, weil die ja nochmal einen sehr guten Hakeffekt auch haben. Gerade so fürs Karpfenangeln. Das heißt, die liegen so auf dem Grund und richten sich so ein wenig in die Richtung dann aus, wohin. Das heißt, die neigen sich dann halt so ein bisschen noch und eiern so ein bisschen halt rum, wie die Eier das halt machen, wenn da irgendwie Schnur dran ist. Und das heißt, der Karpfen zieht und dann wird's halt erst mitgerissen und hakt dann vielleicht nochmal ein bisschen besser ein. Also die sind auch nochmal ganz gut. Und ja, dementsprechend natürlich alles zusammengebaut. Ich habe jetzt mal zwei Nullerhaken genommen. Auch eher ungewöhnlich. Normalerweise gehe ich ja auf diese normalen Karpfen, die Schuppis, immer nur mit einem maximal 1er Haken. Reicht auch in der Regel komplett aus. Ich wollte es einfach extra nochmal übertreiben. Und ich hatte, wie gesagt, gestern auch schon wirklich den Eindruck, dass mit diesen extra großen Haken hier tatsächlich auch ein bisschen dickere Brocken reingegangen sind. Ich werde es aber auch auf jeden Fall noch weiter testen mit normalen 1er Haken. Dass man da einen richtig guten 1er Haken dran macht und dann eben auch das über die Boilies steuert. Ihr seht wahrscheinlich schon, die Boilie-Größen super groß. 25er Pop-Up Boilie Johannisbeere, 25er, also die richtig dicken Bollerkes, 25er Pop-Up Maulbeere, Maulbeer-Dip. Und auf der anderen Rute habe ich das ähnlich von den Boilies, dann mit Johannisbeer-Dip.
Und hat nicht noch eine dritte? Wie war das hier? Hier war das mit Maulbeer nochmal, genau. Und hier mit dem Johannisbeer-Dip, genau. Und ich hatte gestern noch getestet die Kirsche. Ich hatte noch eine Kirschkomponente mit drin. Einen dicken, fetten Kirschboili. Hat also auch funktioniert. Johannisbeer-Kirschboili war die Kombination. Und irgendwas anderes hatte ich doch auch noch gerade. Genau, es gibt noch andere Johannisbeer-Boilies. Gucken wir nochmal eben rein. Genau, da gibt es nämlich auch noch diese hier. Wir könnten das natürlich auch sinkend machen mit sinkenden Boilies. Auch das halt hier die sinkenden Boilies 25. Also mit der normalen Haarmontage kann man sich natürlich auch hier hinstellen. Funktioniert auch. Oder natürlich auch einfach mal testen, ob das nicht hier mit Pop-Up und dem Mais funktioniert. Ich denke, die Frequenz wird da sehr, sehr gut sein. Allerdings bin ich ja jetzt im Moment nicht auf Frequenz aus. Das heißt, ich will eigentlich gar nicht jetzt hier großartig Silber machen. Wenn du auf Silber aus bist, zack, stell dich am besten hier mit kleineren Kombis hin. Das heißt, nur mit Mais vielleicht kombiniert. Oder einfach nur mal Mais testen, Johannisbeer-Mais. Und ja, dann einfach rausziehen. Wie gesagt, mir geht es gerade nur darum, hier einen dicken, fetten Brocken zu fangen. Gerne 20 Kilo plus, dann ist der Drops gelutscht. Und ich habe die Trophy abgehakt hier im oder an der alten Festung fürs Fangbuch. Hier unten ist sie, Schuppenkarpfen Trophy. Die muss reinballern. Weißer Amur war ja vor ein paar Wochen auch endlich erledigt. Schwarzer Amur wäre natürlich richtig geil, wenn der irgendwann noch reinballert. Naja, und wenn das erledigt ist, ihr Hunden, dann schnappe ich mir einfach mal, vielleicht in einem Wettangeln im Stream, holen wir uns dann nochmal hier so schön Frosch-Trophies ab. Sollte nicht so schwierig sein. So, der Plan. Ich bin übelst gespannt. Ich glaube, ich werde gleich mal Futtermische zusammenbasteln und mal testen, ob das dann auch wirkt. Futtermische! Johannisbeere, Maulbeere, Brombeere habe ich auch noch mit reingeballert. Alles in groß, alles mit großen Komponenten. Das heißt, das ist jetzt ein PVA-Säckchen natürlich, was gefüllt ist mit nordischer Brombeere als Feedpellets, mit schwarzer Johannisbeere 15 gemahlen, also alles mit dem Schredder gemacht, Brombeere gemahlen wieder. Und Maulbeere. Und dazu nochmal der Maulbeer-Dip. Ich glaube, ich werde gleich nochmal eine Route, weil ich jetzt so viel Brombeere habe, nochmal mit einer Brombeere testen. Es gibt gar nicht so viele, also so Feeds oder sowas von der Johannisbeere. Das heißt, man muss das alles schreddern. Also Boilies schreddern oder eben ganz reinschmeißen. Wobei eben geschredderte Boilies eine größere Lockwirkung haben. Die Basis habe ich weggelassen, immer ganz wichtig, wenn man Frequenz will, dann mit einer Basis, wenn man keine Frequenz will, die Basis weglassen, ist natürlich bei dem Bällchen nicht möglich, aber wenn man Trockenfutter schon verwenden kann und dann eben auch hier mit der Futterrakete oder PVA rumhantiert, macht ja jetzt hier an der Stelle eigentlich keinen Unterschied, dann natürlich hier gerne die Basis weglassen. Wenn man das als Trockenmische verwendet und dann mit der Futterrakete auswirft, dann natürlich die geschlossene Futterrakete nehmen, nicht die mit den Löchern, die halt so offen ist, die ist dann halt, oder dafür sind diese ganzen Partikel hier zu groß. Also das Dingen, ja sehr gut, es bimmelt schon wieder los, das Dingen werfe ich jetzt gleich aus, direkt hier an der Route, die sich hier gerade schon verausgabt, und dann gucken wir mal, inwieweit das den Spot beeinflusst. Ja, ich hader natürlich ein bisschen, ne? Im Moment ist es ja immer so, es läuft gerade. Und das ist auch der Grund, warum ich gerne die Spots teste. Einfach mal ohne eine Futtermische erstmal gucken, was so geht. Und wenn ich dann den Eindruck habe, es lässt so ein bisschen nach, dann baller ich nochmal eine Futtermische rein, um vielleicht ein bisschen zu beeinflussen. Wie gesagt, im Moment läuft es ja auch so, ohne eine Futtermische. Von daher bin ich da eigentlich gerade ganz froh, dass es so geht. Am Bernsteinsee ist das übrigens ein ähnliches Dingen. Da muss ich das auch nochmal testen. Wir waren ja jetzt zuletzt im Stream nochmal da und haben diese verrückten Kombis jetzt mit Krill und Lachs auch schon probiert. Kokossahne läuft ja mega geil auch auf seltene am Bernsteinsee. Wie gesagt, auch da muss ich das nochmal testen. Erstmal ohne Futtermische und dann werde ich da nochmal
im Nachhinein Futtermische testen. Hatte ich im Stream andersrum gemacht, war glaube ich nicht so gut, dass man dann erstmal, ja, dass man halt gar nicht weiß, was ist überhaupt da an dem Spot, ne? Das ist ja das Wichtige. Und welche Köderkombis funktionieren. Ohne Futtermischer hast du halt die Möglichkeit, da machst du hier einfach mal, keine Ahnung, hier machst du mal eine Kartoffel drauf, hier machst du mal eine Johannisbeere drauf und daneben machst du dann die Kokossahne drauf, ne? Oder halt Krill, irgendwas Fischiges, was Fruchtiges und irgendwas Fettig-Süßliches. So, dann hast du drei unterschiedliche Köder drin, siehst genau, okay, der eine funktioniert die ganze Zeit und dementsprechend baust du dann eben die Futtermische und sagst, okay, jetzt ballern wir den Spot voll, bauen alle Routen um auf das, was halt funktioniert. So, das war doch bestimmt ein Amur wieder, der so lange hier rumgezuppelt hat. Naja, auch noch ein kleiner. Okay, also jetzt kombinieren wir. Ich nehme hier eine Kombi runter und baller hier das Größte an Brombeere drauf, was ich gerade habe. Jetzt haben wir hier eine Brombeerkomponente mit drin. Johannes, Johannes, Johannes. Und ich mache hier auch noch eine Brombeermarmelade mit rein. Und dann nehmen wir jetzt hier das Riesen-PVA-Säckchen. Zack. Und dann ballern wir das dahin. Auf 18 Meter immer noch. Und gib ihm. Na, ich würde sagen, das waren eher 17. Nicht hart rein in den Clip. Aber auch das ist ja noch okay. Das heißt, wir haben jetzt da im Radius 2,5 Meter Radius genug Bereich oder genug Area. Hier war das ja, das heißt, die nächsten werde ich jetzt versuchen, nicht so weit dahin zu werfen, sondern eher dahin und davor. Und dann lübt das bestimmt auch gleich. Ja, so sieht das aus. Jetzt in der Nacht könnte es ein bisschen ruhiger werden. Vielleicht gehen auch ein paar schwarze Amure ran. Die ballern auch gerne mal speziell in diesem Bereich. Und auch gerne mal nachts hier rein. Deswegen gucken wir mal, was geht und ob da was geht. Das Ganze kann natürlich jetzt ein bisschen dauern. Von daher teste doch einfach mal selber. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video. Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.